Dass die Dolmen immer so laut sind, ey. So, wir haben den Wein. Den dummen Wein. Sprechen wir doch gleich mal mit Nario. Das ist ja ewig weit weg. Ich hätte mich gern mit den Orks bei Malaks Schlund gesehen. Orks? Orks? Müssen das R rollen. Wusstet ihr, was dieser Sevit mich holen ließ, während ihr weg wart? Essen aus dem anderen Zelt. Als ob es ihn töten würde, wenn er sich mal ein paar Meter bewegt. Aber ich habe das Essen geholt und habe eine besondere Beere hinzugefügt. Sein Magen wird sie zu schätzen wissen. Hier ist der Wein, den ihr haben wolltet. Ich wusste, ich kann auf euch zählen. Verlässlichkeit ist eine lobenswerte Eigenschaft. Das wird lecker. Vielleicht wird es dann auch erträglicher, Befehle von diesem bellenden Hund dort drüben anzunehmen. Und es sollte gerade reichen, um den Auftrag zu schaffen. Welchen Auftrag? Damit es Geld schön gemütlich hat. Dann überzeuge ich ihn davon, dass er gerade Gift getrunken hat. Zum Glück habe ich das Gegenmittel. Natürlich. Er wird tun, was auch immer ich verlange, um es zu bekommen. Das sollte höchst unterhaltsam werden. So wollt ihr ihn überzeugen, zum Treffen zurückzukehren? Natürlich. Wie habt ihr denn gedacht, dass ich ihn überzeugen würde? Jetzt tut mir einen Gefallen und bleibt hier draußen stets auf der Hut. Ich habe schon genug Schatten und fieses Grinsen gesehen, um zu wissen, dass in der Feste Amul irgendetwas faul ist. Aber deshalb bin ich hier, nicht wahr? So. Dann können wir mit Hannah Harwald sprechen. Dann haben wir nämlich alle zusammen jetzt. Ich habe gehört, dass ihr hart gearbeitet habt. Ein mächtiger Troll für die Argonier? Wirklich? Das ist wirklich bemerkenswert. Boah, ich habe die Dunkelelfen und die Argonier überzeugt, um zum Treffen des Prinzen zu gehen. Und ich habe mit Prinz Irnskar gesprochen. Er gibt zu, dass er vielleicht etwas zu arrogant gewesen ist. Insbesondere nachdem ich ihm erzählt habe, was ihr entdeckt habt. Vielleicht können wir jetzt wieder zum Geschäftlichen kommen, anstatt einander mit Beleidigungen zu überschütten. Da der Pakt wieder zusammenarbeitet, sollten wir Fildgors Spione ganz leicht ausfindig machen können. Jetzt gilt meine einzige Sorge dem König. Er ist von unseren stärksten Kriegern umgeben. Aber das Überraschungselement gewährt Fildgor einen Vorteil. Ihr glaubt, dass der König in Gefahr ist? Wie können wir nach dem, was die Sturmfäuste laut euch schon erreicht haben, überhaupt noch irgendjemanden auf der anderen Seite dieser Burgtore vertrauen? Ich weiß, dass König Juron um etwas Ruhe für sein Treffen mit den Botschaftern gebeten hat. Aber ich kann nicht einfach davon ausgehen, dass alles in Ordnung ist. Ihr werdet also weitere Soldaten hoch zur Burg schicken? Eigentlich hat Fürst Wurlob vorgeschlagen, dass ihr beide euch darum kümmert. Ich muss den Prinzen im Zaum halten und wir wollen uns den Sturmfäusten nicht zu früh verraten. Außerdem weiß ich, dass ihr auf euch aufpassen könnt. Geht dort hinein und beschützt den König. Wir gehen los und sondieren die Lage. Seit unserer Ankunft sind die Tore verschlossen. Aber Fürst Wurlob sollte sie öffnen können. König Juron war unnachgiebig, dass niemand das Treffen stören dürfte. Was auch immer sie da drin diskutieren. Fildgor ist sicher das Hauptthema. Sollen wir nicht mehr Truppen zum Schutz des Königs schicken? König Juron wird von einem Trupp Soldaten beschützt, die er persönlich ausgewählt hat. Da ist sicher alles in Ordnung. Trotzdem können wir gar nicht vorsichtig genug sein. Aber ich möchte den König nicht unnötig blamieren. Ihr und Fürst Wurlob könnt euch darum kümmern. Ich setze mein vollstes Vertrauen in euch. Okay, begleitet... Ist er denn hier? Ah, okay, ich soll ihn nicht begleiten. Er folgt mir brav. Auf zur großen Burg. Kommt er hinterher? Jo. Er kann aber laufen. Itman, habe ich... Heißt er echt Itman? Okay, Itman. Das ist seltsam. Wo sind die Wachen? Das stimmt allerdings. Wo sind die Wachen? Ach, stimmt ja. Die sind tot. Genauso wie ihr es sein werdet. Wisst ihr, ihr wart ein echter Dorn in meinem Fleisch. Ich habe euch auf Yjarn und Marla angesetzt, aber irgendwie habt ihr überlebt. Dann habe ich euch losgeschickt, den Prinzen zu sabotieren. Aber stattdessen habt ihr den Pakt zusammengebracht. Nun, wenn man nicht immer alles selbst macht...
eine Bewegung, ein Mucks und ihr verliert eure Zunge. Ganz einfach, halt. Stimmt's? Tötet mich nicht. Ich kann helfen. Jorun ist noch am Leben. Ihr braucht mich. Niemand mag einen Lügner, Nord. Niemand. Reden wir, Heldin. Wie in aller Welt konnte ich mich von Varon überreden lassen, nach Ostmarsch zu kommen? Wo rennst du denn hin? Ich hab doch gesagt, dass etwas Schlimmes geschehen würde. Ich wollte nicht, dass ihr allein in diese Falle lauft. Deshalb bin ich euch gefolgt. War auch gut so. Ja, hat mir Arbeit erspart. Wisst ihr, was hier vor sich geht? Ich verfolge jetzt schon eine ganze Weile einen bretonischen Illusionisten namens Dahlen. Der Schurke hat für einiges an Aufregung gesorgt, als er vor kurzem ein paar Adlige in Gramfeste umgebracht hat. Ich fand heraus, dass er einen Kontrakt für Fildgor angenommen hat. Und ich habe ihn in diese Region verfolgt. Wisst ihr, wo er jetzt ist? Nicht genau, aber ich würde wetten, dass er in der Feste ist. Ich bin nicht sicher, was wir dort finden werden, aber ihr werdet schnell sein müssen. Dahlen ist uns immer einen Schritt voraus. Der Mann hat Wurlob gekauft, indem er ihm Gold versprochen hat. Wer weiß, wer noch alles auf seiner Seite ist. Kommt ihr mit drei an? Nein? Ich muss mich vergewissern, dass unsere verbündeten Freunde auch nett zueinander sind. Danach treffe ich mich wieder mit euch. Nachdem ich aus diesem verdammten Kleid raus bin und etwas Ordentliches anhabe, wie können Frauen es nur ertragen, immer solche Sachen anzuhaben? Puh, meiner Meinung nach steht es euch. Ich, nun, danke. Vielleicht könnte ich mich daran gewöhnen, solche feinen Gewänder zu tragen, wenn die Lage einmal nicht so heikel ist. Was rede ich denn da? Schafft euren Arsch dort rein und rettet König Jorun! Cool. Stumpf. Durchsucht die Sturmfäuste nach dem Schlüssel. Ihr da, Heiden, stirbt! Oh, er wollte gerade was sagen. Betretet den das Herrenhaus des Jarls. Niemand hält uns jetzt auf. Nario steht. Seid ihr irre? Wir sind von Feinden umzingelt. Die großen bösen Sturmfäuste warten draußen? Dann sollten wir wohl besser nach oben gehen, damit ich euch angemessen beschützen kann. Top. Manchmal verliere ich wirklich den Glauben an meine Umwelt. Wie ist der denn jetzt gerade gestorben? Vielleicht sollten wir nach oben gehen, damit ich euch beschützen kann. Wer sagt so etwas überhaupt? Er hätte ein Kompliment über meine Augen machen können oder meine... Egal. Er ist einer von Dahlens Schlägern. Allerdings gibt es kein Zeichen vom König. Ich bin nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist. Wie seid ihr hier reingekommen? Fenster sind eine wunderbare Sache, mein Schatz. Es denkt nie jemand daran, sie abzuschließen. Ich bin sicher, dass ihr im Laufe eurer Abenteuer auch schon durch das eine oder andere Fenster geklettert seid. Das stimmt. Warum hat ihr meinen Schatz gesagt? Wo kann ich König Jorun finden? Ich habe hier drin zwei Türen gefunden, aber sie sind beide verschlossen. Sicher befindet sich der König hinter einer dieser Türen. Wir müssen nur noch herausfinden, wie wir sie öffnen können. Ich sehe mich mal um. Ich glaube zwar nicht, dass der Schlüssel einfach irgendwo herumliegt, aber man weiß ja nie. Ich werde hier unten nachsehen. Werft einen Blick nach oben und schaut nach, ob ihr irgendetwas findet. Jo, neues Buch entdeckt. Darf ich mich hier unten umsehen? Insbesondere, wenn hier noch irgendwelche Sachen liegen. Schutzraum. Da wird er wahrscheinlich drin sein. Gott, das Ding sieht ja übel aus. Hüpf. Hüpf. So, gehen wir nach oben.
neues Buch entdeckt. Leblose Augen blicken auf Duell klingen. Einer, der einst atmete, jetzt jedoch nicht mehr lebt. Der andere, ein uraltes Relikt aus einem fernen Land. In das Steinmetzkunst der Ahnen, der die nie gelebt hat, öffnet den Weg zur Erlösung und Stille. Was? Jorun, neues Buch entdeckt. Mein werter Freund und König. Der Raum ist vorbereitet, wie ihr es befohlen habt. Im Fall von Schwierigkeiten werdet ihr die Botschafter dort drin sicher sein. Ich muss euch allerdings erklären, wie die Tür funktioniert. Man benötigt einen besonderen Schlüssel, um sie zu öffnen. Immerhin ist das ja auch mein Schutzraum. Ein Schlüssel, der im Herrenhaus versteckt ist, gewährt Einlass in den Raum. Der folgende Text, eine Stelle aus der Geschichte, die ich als Kind sehr mochte, das letzte Gefecht des Königs, enthält alle Hinweise, die ihr benötigt, um den Schlüssel zu finden. Ihr solltet die Bedeutung des Texts verstehen. Lacht. Ja, ist ja gut. Lacht nicht über meine Vorsichtsmaßnahmen, schließlich seid ihr es, der Sicherheit und Geheimhaltung für euren Kriegsrat verlangte, mein alter Freund. Ja, Ivana. Und als der große König erhaben stand, sein finsterer Rabe auf seiner Schulter, hob er das Kriegshorn an seine Lippen und blies es. Der Klang hallte durch das Tal, seine Truppen jubelten und ließen einen Kampfschrei hören. Er sah zu, wie sie nach vorne stürmten, aber das war das Letzte, was er in seinem Leben sah. Er sank auf den Knie und ein Dolch ragte aus seinem Rücken. Interessant. Ist der Schlüssel hier oder so? Das kann doch sein, dass er derzeit so in... so in diese Richtung. Das komische Relikt unten wäre vielleicht das die Möglichkeit. Sucht nach Hinweisen, die... Ja, hatten wir schon. Ich habe Hinweise schon gefunden. Das, was gruselig aussieht. Hä? Kann doch jeder Zweijährige entziffern. Hallo? Atmet er noch? Der atmet noch. Der hat sie wahrscheinlich einfach nur mit Gift und. Ah, der hat sie mit Giftpfeil angespuckt. Ihr kommt dem König also endlich zu Hilfe. Bitte? Danke für alles, was ihr für die Feste Amol getan habt. Ich kann nicht sagen, dass Wurlob so hilfreich war, wie er hofft, aber er hat seinen Zweck erfüllt. Ich meine. Schaut mich nur an. Umwerfend, nicht wahr? Ein Bretoner als Anführer der Nord. Wer hätte das gedacht? Wo ist der echte König Jorun? Nüchtern betrachtet bin ich jetzt der echte König. Und jeder, der daran zweifelt, wird beseitigt. Aber ich wollte euch gratulieren. Ihr habt so viele Leben ausgelöscht. Ich bin wirklich neidisch. Dieser arme Wache Hlönor, der gierige Fürst Wurlob. Es ist kaum zu fassen. Ihr habt Wache Hlönor umgebracht? Wurlob hat doch gesagt, er würde sich um sie kümmern, oder? Mein armer Wurlob war so manches, aber ein Lügner war er nicht. Dann gibt es draußen noch diese hübsche kleine Dunkelelfe, die Kratzbürste. Das wird ein Fest, sie umzubringen. Und dann ist da natürlich noch König Jorun. Was ist mit König Jorun? Er genießt ein Geschenk von Fintgor. Der König, der sein Volk vor den Akaviri gerettet hat, getötet von seinem eigenen Bruder. Und niemand wird es je erfahren. Nein, sie werden die Leiche des armen Dalen finden, besiegt von ihrem heldenhaften König. Oh, das wäre dann ja wohl ich. Ihr glaubt, ihr könnt König Jorun Platz einnehmen? Aber ja, das ist doch der einzige Grund, warum wir hier sind. Nun, ich muss mich entschuldigen. Ich habe noch ein paar Dinge zu erledigen. Ihr werdet feststellen, dass meine Wachen jetzt das Herrenhaus kontrollieren. Ihr könnt gern versuchen, uns aufzuhalten. Aber ich bezweifle, dass ihr viel Glück dabei haben werdet. Dalen, ihr werdet reichlich belohnt werden für eure Taten. In der Feste neues Buch entdeckt Amol. Mein Diener. Es freut mich zu hören, dass die alchemistischen Elixiere, die ihr in den Tetrischen Ruinen entdeckt habt, sich als so nützlich erwiesen haben, werde sich ein Elixier auch nur erträumt.
mit dem man die Form all jener erstehlen kann, die davon trinken. Erstaunlich. Und der andere Trank, das Gift, sorgt dafür, dass mein lieber Bruder eine volle Dosis der tödlichen Flüssigkeit abbekommt. Niemand verdient ein solches Schicksal mehr als mein geliebter, hinterhältiger, betrügerischer, neunmal kluger Bruder Joron. Sucht mich in Skuldhafen auf, wenn ihr alles erledigt habt. Es gibt noch eine Sache, um die wir uns kümmern. Was? Dingens, wo bist du? Kommandant her. Luna? Irgendwie eskaliert hier gerade alles. Oh Mann, muss ich die jetzt einfach umbringen oder was? Weil per se ist sie ja schon tot. Alter, was ist die so? König ist tot. Ihr werdet euch zu ihm gesellen. Und dann herrscht Fildgor über dieses Land. Der ist hier oben. Besiegt Dalin. Ja. Da wollen wir ihn doch mal umbringen, ja? Nimmt der Schaden, ey, das ist ja der Hammer. Duldi ist ja richtig geil. So. Was uns vorhin in der Schatzkammer erwartet. Rettet die Anführer des Pakts.